Nehmt Platz, wenn ihr welchen finden könnt. Wir finden doch immer Platz. Die folgenden Karten wurden abgeändert. Flammenwichteln, Agentum, Kommandant. Was? Mein Flammenwichtel wurde abgeändert. Warum? Verbessert, hoffe ich doch stark. Flammenwichtel. Müsste ein Hexenmeister-Dingens sein. Blutwichtel-Flammenwichtel. Fügt eurem Helden 3 Schaden zu. Das ist erhöht worden, oder? Das ist aber fies. Warum denn so viel? Agentum-Kommandant. Muss ich jetzt mal gucken, den hatte ich auch irgendwo mal. Agentum. Ah, da ist er. Gottesschild. Wird diese Schaden ignoriert? Ein Effekt tritt in Kampfschrei. Ja, der verleiht einen befreundeten Diener Gottesschild. Ist für den Paladin. Ach nee, den hatte ich gar nicht. Aber das ist auch nicht der Kommandant, das ist der Schützer. Ich dachte den... Ach, hier ist der Kommandant. Ansturm und Gottesschild. Ah, der hatte vorher, glaube ich, nur Gottesschild, oder? Waren seine Kräfte höher? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da müsste ich dann selber nochmal zurückblickend schauen. Aber wir wollen ja schauen, wie macht sich eigentlich mein selbst zusammengestelltes Deck so? Und dazu gehen wir doch einfach mal... gewertet. Wir machen mal ein ungewertetes Spiel und messen uns mal mit normalen Spielern und schauen mal, ob wir vielleicht sogar eine Runde gewinnen können, weil so schlecht, glaube ich, ist mein Deck aktuell eigentlich nicht. In der Hoffnung, dass wir einen ja, normalen Gegner bekommen, würdiger Gegner. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Und mal schauen. Gegen Jaina. Jaina Prachtmeer. Eure Seele wird mir gehören. Your soul is mine. Ja, das kann ich so behalten, denke ich mal. Es kommen ja dann noch ein paar Karten dazu. Zur Not opfere ich ein paar Lebenspunkte. Mein Zug. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. So, Spott. So, mal gucken, was sie jetzt tut. Oder er oder sie. Ich meine, der Name ist Cyrus. Keine Ahnung, ob er ein Er oder eine Sie ist. Ich sage einfach Er für der Spieler. Ja, hat er ja auch viel Schaden gemacht. 3 Stück. Aber zum Glück nicht bei meinem Verteidiger. Und deswegen kommt jetzt auch +1 Leben hinzu. Tada! Und ich verursache zwar nur einen Schaden... Aber in der nächsten Runde habe ich ja noch den Windzorn-Typi, den ich hier ausspielen kann. Mal gucken, was er, sie, es jetzt ausspielt. Es dauert natürlich immer manchmal, bis die Leute sich so entschieden haben. Aber ich muss sagen, manchmal dauert es auch ganz schön lange, bis ich mich jetzt entschieden habe. Die Entscheidung fiel mir jetzt nicht allzu schwer, weil ich nicht so viele Karten auf dem Blatt, auf der Hand liegen hatte, wollte ich jetzt sagen. Ein Schaden. Ja, gut. Hat jetzt den einen weggemacht. Damit habe ich jetzt auch nur einen, der noch angreifen kann. Hat 0 von 2 Mana-Punkte und kann jetzt eigentlich auch nichts mehr tun. Naja, du kannst mich nicht angreifen. Nein, du kannst nichts mich angreifen. Was soll ich tun? Nichts. Gib auf. Das Beste, was du machen kannst. Gib auf. So, Windzorn. Und danach vielleicht hier, vielleicht 3 und 3. Gebe ich ihr nochmal eine auf den Deckel gerade. Und wenn sie schlau ist, versucht sie den mit Windzorn zu töten, aber hat natürlich das Problem, den Spott-Typi zuerst töten zu müssen. Es sei denn, er hat natürlich hier 3 Schaden, der zufällig auf den aufgeteilt wird. Da schwebt die Karte über mir, wie das Damoklesschwert. Ich frage mich auch manchmal, ob... Die Münze. Ah, was haben wir? Wasserelementar? Mhm, sehr schön, ja, ja. Spott. Gut, das Wasserelementar muss sowieso zuerst ihn hier angreifen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern.
Tadas! Sonnenbrunnen wird geläutert, aber erst greife ich den hier an. Und warte mal ab, was das Wasserelementar dann so tut. In der Hoffnung, dass es mich nicht tötet. Mit meinem Windzorn kann ich ja sowieso zweimal angreifen. Dann habe ich noch einen Spottdiener. Nein, das geht nicht. Du musst den da angreifen. Oder erst töten und dann den angreifen. Ist klar, ne? Was soll ich nur tun? Er hat immer noch Leben. Ach, manchmal fragt man sich auch, ne? Verursacht 4 Schaden, werft eine zufällige Karte ab. Ja doch. Ich werde ihn jetzt erstmal ein bisschen verspotten. Ich sehe euer Ende. Ich sehe euer Ende. So. Ich könnte natürlich das spielen, dann müsste ich aber wahrscheinlich eine zufällige Karte abwerfen. Könnte keinen Schaden mehr in der nächsten Runde heilen, wenn ich den hier verliere. Und warte jetzt erstmal ab, was der Gegner macht. Oder so. Na, mal gucken. Bin ja mal gespannt, was er sich da einfallen lässt. Der hat bestimmt einige krasse Karten. Ja, jetzt hat er 4. Kann aber trotzdem nur meinen Spotter angreifen. Also er scheint ziemlich wenig... Ja, ziemlich wenige... Dingens zu haben. Warte mal, 3, 6, 9. Also ich habe schon mal 9 Angriff, wenn ich das mache. So, heilen brauche ich sowieso nicht. Dann mache ich doch ganz einfach diesen hier. Palim. 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 Vielen Dank und tschüssen. Ja, 10 Gold kriegt man natürlich immer dazu, wenn man gewinnt. So, wir haben einen Sieg und Schaden. Ich weiß gar nicht, was messt euch mit anderen Spielern, was dieses Gewertete an sich eigentlich bringt. Messt euch mit anderen Spielern, findet einen ebenbürtigen Gegner. Und ich finde hier keinen ebenbürtigen Gegner. Oder wie darf ich mir das dann vorstellen? So, jetzt habe ich ja erstmal 10 Gold gewonnen. Das heißt, das Gold wurde jetzt beschränkt, dass man am einem Tag maximal 100 Gold erspielen kann. Das heißt, ich kann maximal 10 Spiele gewinnen, bis es mir nichts mehr bringt. Ich versuche mal, mich mit anderen Spielern zu messen. Das möchte ich mir auch einfach mal anschauen. Bei einer Zeitüberschreitung sehen wir uns einfach im nächsten Let's Play. Nur ein Exemplar einer legendären Karte. So, würdiger Gegner, sagt er mir jetzt. Wobei ich nicht weiß, was ein Ranglistenspiel ist. Eure Zeit ist gekommen. Eure Seele wird mir gehören. Your soul is mine. Ah, das nehme ich so. Was denn, bin ich jetzt schon wieder der anfangen muss, oder was? Warum muss ich eigentlich immer anfangen? Lass mal den anderen. Na gut. Weil ich wenigstens eine Karte habe, die ich legen kann, lege ich die auch erstmal. Gucken, was dann noch so kommt. Was macht er jetzt? Ein Totem? Nee. Ach, er zieht noch eine Karte. Verursacht 1 Schaden, wenn ich Kampfschrei spiele. Er hat jetzt 2 Schadenspunkte, ne? Wenn ich ihn jetzt schon spielen würde. Ach doch, das könnte ich tun. So, ich will ja meinen nicht zerstören. Ich will ja, dass er ihn angreift. Aber er kann natürlich auch mich angreifen mit seiner Karte. Dann gucken wir mal, was er macht. Vielleicht zaubert er ja auch ein Totem einfach.
Er hat ja diese Totem-Fähigkeit. Zwei Angriff. Ah, er zerstört den Messer-Jongleur und zerstört sich damit selbst. Verstehe. Ja, nicht schlecht. Ah, magischen Drachling herbeirufen, verursacht einen Schaden. Ich kann die Vierer eh noch nicht spielen. Ich könnte den Windzorn spielen. Oder ihn hier. Ich nehme jetzt mal das hier. Ein Schuss, ein Treffer. Ich meine, er kann mich momentan eh nicht damit angreifen, außer er zaubert dann eben einen Angriffszauber oder sowas drauf. Das werden wir aber dann sehen. Inwieweit er da gewappnet ist. Das ist aber auch ein ganz schön krasser Zauber, oder? Zwei Geisterwölfe mit Spott. 2 und 3. Man glaubt es kaum. Was mir natürlich fehlt, ist ein Spotter. Ja, die haben natürlich ziemlich viel. Und haben wir dann 3 und 2? So viele Möglichkeiten. Ja, so viele Möglichkeiten. Ich werde es versuchen. Ich muss den Diener mit Spott angreifen. Ja, ich weiß, ich muss den Diener mit Spott angreifen. Ich greife einmal den Diener mit Spott an. Aber was soll ich machen? Ich meine, ich muss die Spott-Typen ja irgendwie wegbekommen. Natürlich die Frage aller Fragen. Klar kann er mich jetzt einfach angreifen, aber irgendwo habe ich auch noch Spott im Petto. Und hoffe, dass dann auch nochmal so eine Spottkarte bei mir kommt. Wer weiß, was er in der Hinterhand noch für Karten eventuell hat. Ich meine, diese... Das ist schon krass, oder? Dass er da jetzt einfach... Friert einen Charakter ein. Naja, gut, okay. Dass er da so zwei solche... Mega-Monster auf einmal beschwören kann, ist schon ganz schön. Ganz schön krass. 3 von 2. Er würde ja zerstört... Das Problem ist halt, die würden jetzt alle zerstört werden. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, ich will ja noch nicht, dass er meine ganzen Diener hier zerstört. Ich werde mal noch gucken, ob ich nicht was anderes machen kann. So. Ich habe nicht genug Mana. Das macht ja nichts. Dann kann ich wenigstens im nächsten Zug noch ein bisschen Schaden rauszaubern. Benachbarte Diener haben 2 Angriff. Ah, wie super ist das denn? Ein Frosch! Ach, wäre doch nicht nötig gewesen. Aber der Frosch hat Spott. Das ist dir schon aufgefallen, oder? Ja, ich weiß noch nicht, ob den Leuten das auffällt, was sie da eigentlich so zaubern teilweise. Was hat er denn? Mhm. So. Vorwärts. Womit der auch tot wäre. Und der macht das. Gut, dann hau ich ihm eine rein. Und dann war es das erstmal für diesen Zug. Wieso hat der jetzt? Ach ja, weil das 2 und 2 verleiht, ne? Ah ja, Spott, natürlich. Wie viel Totems will er denn jetzt noch beschwören eigentlich? Wie viele Totems will er denn beschwören? Das ist ja der Wahnsinn. Für Nasjata. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. So, den Spottdiener zuerst war. Der hat 3 und 5, oder? Ja, 3 und 5. Vorwärts. Na, jetzt erstmal hier dieses Totemblatt machen. Das nervt mich echt. Diese Totems nerven mich gerade etwas. Ja, doch den mit Windzorn dann ausspielen wahrscheinlich. Nehmt das. Ah, auch noch
plus 1 Angriff. Ah, seine Strategie ist quasi, er hat eigentlich viele mit 0 und spielt dann einfach sehr viele Gegner aus, denen er dann noch Angriff extra zusätzlich verleiht, sozusagen. Greift mich dann entsprechend an, weil ich keine Spottdiener gerade liegen habe. Das ist natürlich Mist. Ja, fügt dem Helden das zu. Das ist schon mal ganz nett. Wo soll ich zustellen? Für Ehre. Warte mal, ist das das hier? Muss man mal gucken, was er macht. Benachbarte Diener haben 2 Angriff. Das muss weg. Das Totem muss definitiv sterben. So. Bam. Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt leisten kann, noch einfach eventuell eine meiner Spezialfähigkeiten zu benutzen. Das werden wir gleich sehen. Er hat ja ziemlich viel Angriff, also er kann mich natürlich jetzt gerne meinetwegen angreifen. Ich hoffe noch, dass ich hier ein paar Karten ziehe, die ich auch gebrauchen kann. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt immer diese Kackkarten gerade bekommen habe. Ja, mach mal einen Totem. Was war denn das? Was war denn das jetzt für ein krasser Zauber? Alter, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hat er jetzt nochmal extra Angriff auf alle draufgehauen? Ja, auf diesem Rang kann man keine Sterne verlieren. Okay, man kann also Sterne gewinnen und verlieren. Boah, war ja krass, oder? Das ist auch eine ganz coole Strategie, so Totems herbeizaubern. Mit 0 und dann durch andere Totems dann halt Plus verleihen. Aber wenn das natürlich nicht aufgeht oder man das Totem dann entsprechend vorher zerstören kann mit Zaubern, dann geht die Strategie natürlich auch nicht auf. Na gut. Ich kann wenigstens erstmal keine Sterne verlieren, weil ich eh unterste Klasse bin. Mein Hexenmeister-Deck ist leider jetzt auch noch nicht so aufgebaut. Und beim nächsten Mal schauen wir einfach mal, glaube ich, mir so einen Arena-Kampf nochmal an mit dem Deck, was wir schon mal zusammengestellt hatten. Das war jetzt nicht ganz so pralle gewesen. Das war noch das alte Deck hier. Vielleicht kriegen wir 3 Niederlagen zusammen, weil ich würde mir interessieren, was es dann kostet, in der Arena anzutreten. Also sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, meine lieben Buddies. Bis dahin. Tschüss.